Hallo Menschen, heute möchte ich über Die Ermordung des Kommendatore Teil 1, eine Idee erscheint, von Haruki Murakami sprechen. Ich habe das Ganze diesmal nicht Rezension genannt, da erstens der zweite Band noch fehlt und man noch gar nicht so etwas wirklich Finales sagen kann und ich zweitens noch ein bisschen auf meine Erfahrung mit Haruki Murakami kurz eingehen möchte und deswegen das Ganze vielleicht nicht so eine kohärente Rezension ist, in der ich wirklich nur über dieses eine Buch spreche, wie sonst immer. Im Gegensatz zu vielen anderen online bin ich der Meinung, dass dieses Buch sich ganz schön Zeit lässt. Also ganz viele schrieben, oh ja, das hat mich von der ersten Seite an mitgerissen. Und ich meine, es stimmt. Dem Ganzen ist ein Prolog vorangestellt und der ist so richtig typisch Murakami, sehr mystisch. Da hat man richtig Lust weiter zu lesen. Man fragt sich, was los ist. Und dann kommen aber erstmal 100 Seiten mindestens, bei denen ich mir dachte, ich weiß ganz genau, warum du diesen Prolog vorangestellt hast, weil sonst die Hälfte an Lesern schon aufgehört hätte zu lesen. Ich meine, manche ruhige Bücher sind großartig, die kann ich absolut in den Himmel loben und ich bin absolut der Meinung, dass Charakterentwicklung sehr, sehr wichtig ist. Das sind die Bücher, die mir am besten gefallen. Aber so auf Seite 50 dachte ich mir hier, ja, ich habe unseren Ich-Erzähler und Protagonisten jetzt eigentlich sehr, sehr gut kennengelernt. Ich weiß, was das für ein Mensch ist, ich habe ein Gefühl für ihn. Jetzt könnte halt doch langsam mal irgendetwas in Gang kommen. Zwischendurch, und keine Sorge, ich komme auch gleich noch zum Inhalt des Buches, aber zwischendurch befürchtete ich auch mal, dass ich mich quasi mit Murakami vielleicht einfach etwas entliebt hätte. Also ich las, glaube ich, das erste Buch von ihm so mit 17, denke ich. Das wurde mir von einer damaligen Freundin empfohlen, Kafka am Strand, und ich war hin und weg. Dieses war was komplett anderes als das, was ich bisher las und für mich eine ganz, ganz neue Welt. Aber eine Sache, die auch eigentlich immer in Rezensionen erwähnt wird, ist die Sexualität bei Murakami. Und das ist ja alles Geschmackssache, aber für mich ist es zu präsent, teilweise auch nicht förderlich für eine Charakterentwicklung oder eine Charakterbeschreibung und dergleichen. Und es sind einfach oft sehr seltsame sexuelle Szenen. Speziell in diesem Buch hier irritierte mich diese Fixierung unseres Ich-Erzählers auf die kleinen Brüste seiner jüngeren Schwester extrem. Die Schwester starb, als sie 12 und unser Ich-Erzähler damals 15 waren. Und direkt nach dem Tod steht im Buch, ihre Brüste, die eben zu Knospen begonnen hatten, würden nicht mehr weiter wachsen. Und ich denke mir so, warum ist das dein erster Gedanke nach dem Tod? Es wird jetzt gar nichts mehr an ihr weiter wachsen, weil sie tot ist und du denkst an ihre Brüste. Ist das ein Ding? Ist das das Erste, woran man denkt, wenn die kleine Schwester stirbt? Und es geht auch weiter so, also später reflektiert er nochmal, da steht so, doch aus irgendeinem Grund fühlte ich mich von jeher zu Frauen mit kleinen Brüsten hingezogen. Und so oft ich sie sah und berührte, musste ich an die zarten Rundungen meiner Schwester denken, damit kein Missverständnis aufkommt. Ich hatte nie ein sexuelles Interesse an meiner Schwester. Eher war ich wohl auf der Suche nach einer Art Grundgefühl. Gut, dass du das nochmal klargestellt hast, denn das wirkt schon etwas seltsam, dass man an die Brüste der 12-jährigen Schwester denkt. Und sowieso sind die Beschreibungen von Frauen in diesem Buch halt immer auf dieselbe Art und Weise. Also um nochmal bei der Schwester zu bleiben, also sagt er hier so, doch ohne diesen tödlichen Herzfehler wäre sie gewiss zu einer klugen und bezaubernden Frau herangewachsen. Viele Männer hätten sie geliebt und mit ihr geschlafen. Ja, oder vielleicht auch nicht, weil ich hatte auch gar keine Lust drauf. Und es gibt auch später so eine 40-jährige Frau und da wird ganz absatzlang beschrieben, so, oh, warum hat sie denn keinen Mann? Sie sieht doch gar nicht schlecht aus. Und er denkt sich da sogar quasi so Ausreden für sie aus. Er überlegt sich sowas wie, ach naja, vielleicht war sie mit einem Bergsteiger verheiratet und der ist verunglückt. Oder vielleicht hat sie ja eine Affäre mit irgendjemandem und ist deswegen nicht verheiratet, weil der Mann verheiratet ist. Oder vielleicht hat sie einfach keinen Bock. Aber das ist keine Option in Murakamis Büchern. Aber vielleicht kann ich das auch nicht erwarten von einem Autor, der auch solche Sätze hier schreibt wie, es war, als hätte ihre Gebärmutter nur darauf gewartet, seinen Samen gierig in sich aufzusaugen. So, das klang jetzt alles relativ negativ, aber tatsächlich mochte ich auch wirklich, wirklich vieles an diesem Buch. Vor allem so das Grundthema des Künstlertums. Und da möchte ich auch mal ein positives Zitat vorlesen, wie hier so der Moment des Schaffens quasi beschrieben wird. Und da steht, von jeher genoss ich es, früh morgens eine weiße, noch unbemalte Leinwand zu betrachten. Leinwand-Zen nannte ich das bei mir. Obwohl ich noch nichts gemalt hatte, war sie keineswegs leer. Ihre weiße Fläche barg die Verheißung auf etwas Kommendes. Wenn ich genau hinsah, erkannte ich mehrere Möglichkeiten, die sich demnächst zu einer vielversprechenden Spur verdichten würden. Diesen Moment liebte ich, den Moment, in dem Sein und Nichtsein sich vereinten. Und recht Murakami-typisch geht es hier um einen Mann mittleren Alters, der Kunst studiert hatte und sich dann mit dem Malen von Porträts über Wasser hält. Er ist da auch durchaus
gut, aber er sagt halt auch von sich selber, es sind halt nur Porträts, die dann irgendwie so in den Chefetagen von Banken herumhängen. Also es ist vielleicht nicht die große Kunst. Und vollkommen unerwartet für ihn trennt sich seine Frau nach 6 Jahren Ehe am Anfang des Buches von ihm, woraufhin er erstmal so ein bisschen ziellos durchs Land fährt und dann durch einen Freund eine recht abgelegene Hütte vermittelt bekommt, in der früher auch mal ein recht berühmter Maler lebte. Und auch die Umgebung da wird recht schön beschrieben. Da heißt es: Wenn es windig war, waberten Wolkenfetzen tief an den Hängen der umliegenden Berge entlang, wie verirrte Geister aus der Vergangenheit auf der Suche nach verlorenen Erinnerungen. Mitunter tanzten auch weiße Regentröpfchen lautlos im Wind wie winzige Schneeflocken. Und dann, so viel kann man vielleicht erstmal sagen, geschehen eben Dinge. Also es gibt einen weißhaarigen Mann, der sehr, sehr viel weiß, aber recht wenig von sich selbst preisgibt. Es gibt eben seltsame Vorgänge. Ein nie veröffentlichtes Gemälde spielt eine Rolle. Und natürlich geht es auch wieder so ein bisschen um die Verschiebung zwischen Realität und Traum und dem Reich der Ideen. Um euch da die Stimmung so ein bisschen wiederzugeben, möchte ich noch ein letztes Zitat vorlesen. In der Stille des Wäldchens vernahm ich sogar das Rauschen, mit dem die Zeit verfloss und mein Leben verstrich. Ein Mensch vergeht. Ein anderer entsteht. Ein Gedanke vergeht, ein anderer entsteht. Eine Form vergeht, eine andere entsteht. Auch mein sich Tag für Tag vollziehender Verfall barg ein Entstehen. Nichts blieb sich gleich. Und die Zeit ging verloren, zerfiel hinter mir zu totem Sand und verschwand. Ich saß nur vor dem Loch und lauschte dem Sterben der Zeit. Also es gibt wirklich dann zunehmend viele mitreißende Momente und ich habe mir es genau gemerkt, auf Seite 329 hatte ich dann auch so meinen Oh mein Gott Moment, wo man sich wirklich denkt, oh, was passiert denn jetzt und wie soll das noch weitergehen und was ist jetzt Wirklichkeit, was ist eventuell nur etwas, was sich unser Protagonist vorstellt oder was dann halt irgendwie verschiedene Sphären vereint. Also das ist schon relativ typisch, wie man es kennt und das gefiel mir sehr, sehr gut. Aber es bleiben halt noch extrem viele Dinge offen. Ich bin übrigens nicht der Meinung, dass der Cliffhanger so schlimm sei, wie das online teilweise gesagt wird. Also ja, man möchte wissen, wie es nun weitergeht und was alles bedeutet. Aber es ist jetzt nicht total schlimm, finde ich, dass man es die paar Monate nicht mehr aushält. Das führt aber auch dazu, dass man irgendwie nicht besonders viel jetzt in Richtung einer Interpretation sagen kann. Also natürlich kann ich so ein paar Themen nennen, wie gerade schon angedeutet, dieses Künstlersein und das Hadern mit sich selbst, mit den Beziehungen. Was weiß ich eigentlich von meiner Frau? Was weiß ich von meinen Nachbarn? Und wie hängt das alles zusammen? Sowas kann man sagen, aber was das Ganze im Endeffekt soll, worauf es hinausläuft, was uns der Künstler damit sagen will, das kann man einfach noch nicht festlegen. Da müssen wir einfach noch auf den zweiten Teil warten. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass ich nicht komplett hin und weg bin. Also mal abgesehen von der seltsamen Sexualität, die ich schon erwähnte, gibt es zum Beispiel für mich auch zu viele so Vorausdeutungen in dem Buch, die den Leser, glaube ich, so bei Laune halten sollen. Also wie ich sagte, auf den ersten 100 Seiten passiert nicht besonders viel, aber ganz oft enden Kapitel ähnlich wie das hier. Natürlich war das, was vor mir lag, kein lustiges Märchen und auch kein verkleideter Segen. Doch als ich das erkannte, gab es schon kein Zurück mehr. Dum, dum, da. Das ist mir ein bisschen zu billig, vor allem wenn man das zu oft bringt und irgendwie sagt, ja, und mir wird ja noch bald was geschehen und da kann ich mich nicht mehr rauslösen und es passiert aber einfach nicht. Er deutet das nur permanent an. Und umgedreht dazu, also statt diese Voraussetzungen, mag ich es auch nicht besonders, wenn, sagen wir mal, in Kapitel 1 wird eine Zeit aus seiner Vergangenheit erzählt und in Kapitel 5 wird diese Zeit nochmal erzählt, vielleicht ein bisschen schneller und dann wird ein weiterer Fakt hinzugefügt, der beim ersten Mal einfach weggelassen wurde. Auch das ist für mich so eine Art, später einfach nochmal so einen Oh-Moment reinzuhauen, obwohl man das ja vielleicht auch einfach gleich am Anfang hätte erzählen können. Oder man muss es halt als Autor meiner Meinung nach so hinkriegen, dass man diese Vergangenheit einmal erzählt und genau an der Stelle im Buch passt sie auch rein. Finde ich immer ein bisschen unelegant, wenn man sagt, ach, ich habe euch doch vorhin die Vergangenheit erzählt, aber da war noch was, was ich euch verschwiegen habe. Und ich mag es nicht besonders, wenn in einem Buch zu viele Dinge kursiv gedruckt sind, um quasi schon die Leserbetonung zu steuern. Also es gibt manchmal so ganze Sätze oder einzelne Worte, die besonders hervorgehoben werden sollen und das möchte ich lieber quasi für mich selbst ganz natürlich entdecken. Da will ich nicht, dass mir die Schriftart das schon vorgibt, oh, jetzt kommt was Besonderes. Aber, und ich deutete es ja schon an, ich habe große Lust auf Teil 2 und bin der Meinung, dass das hier ein sehr typischer Murakami ist, was ich aber sowohl positiv als auch negativ meine. Also es gibt wirklich Dinge, die mich irritieren und ich bin immer noch der Meinung, dass es da draußen vielleicht noch einen anderen Autoren oder im besten Fall eine Autorin geben müsste, die vielleicht auch so ein bisschen dieses Mystische hat, diesen magischen Realismus, aber eine etwas andere Sicht auf Frauen möglicherweise. Denn je mehr ich von Murakami lese, desto mehr stört und nervt mich das und ich finde auch nicht, dass man sich damit rausreden kann, immer so, naja, so sind die Protagonisten halt, weil es wird halt so ein ganz bestimmtes Bild von Frauen vermittelt, was mir zunehmend missfällt.
Soll heißen, kein neues Lieblingsbuch, aber auf jeden Fall eines, was mir Lust auf mehr, mindestens auf den zweiten Teil gemacht hat. Dann würde ich mich freuen, wenn du mir in den Kommentaren etwas da hast. Ich weiß, der Hype ist riesig. Ganz, ganz viele Leute waren schon wochenlang vorher bereit für diesen Murakami und haben ihre alten Geschichten mit Murakami-Büchern geteilt und so weiter und so fort. Das heißt, so eine etwas zwiespältige Rezension kriegt dann manchmal nicht die besten Reaktionen, weil ganz viele Leute halt gerade irgendwie noch voll drin sind in diesem Fieber. Wie gesagt, ich finde das Buch nicht kritikfrei, aber ja, das können wir gerne in den Kommentaren diskutieren. Jetzt danke ich euch erstmal fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.